Die DHV-News vom 28. Januar 2022. Jetzt stehen wir ganz am Anfang. Europa, Liberalisierung erhöht nicht jugendlichen Konsum. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Noch zweimal gebe ich euch den Hinweis auf unser neues Format Update, die Kurznachrichten quasi in 2-3 Minuten mit Kollege Konstantin. Diesmal habe ich euch in der Videobeschreibung den TikTok-Kanal des DHV verlinkt, den neuen. Letztes Mal war es Insta, davor war es Facebook. Dann kommt nächste Woche noch der Twitter-Link, damit ihr wirklich noch einmal hört, so okay, das läuft auf allen anderen Plattformen bei uns außer YouTube. Könnt ihr gucken, wo ihr wollt. Und dass es das gibt. Ja, und danach höre ich, glaube ich, damit auf, weil das gibt es jetzt jede Woche. Da brauche ich nicht jedes Mal zu erzählen. So. Und Thema dieser Update-Geschichte war diesmal eigentlich ja, nur 1 bis 2 sozusagen, die hier jetzt auch, kann ich sofort dran anknüpfen, nämlich, dass sie sich treffen. Das ist die große Nachricht. Ja, ich habe ja immer auch für Verständnis geworben, jetzt in der ganzen Zeit seit der Regierungsbildung, seit dem Koalitionsvertrag eigentlich, und immer gesagt, ja, das kann jetzt nicht sofort passieren, das wird nicht mehr vor Weihnachten passieren, die haben noch gar nicht angefangen zu arbeiten. Die haben ja noch nicht mal die drogenpolitischen Sprecher bestimmt, die haben ja noch nicht mal Büros und so weiter. Ja, kann gar nichts passieren jetzt. So, und jetzt haben sie langsam Büros, haben noch nicht alle ihre Mitarbeiter eingestellt und so, aber jetzt geht es langsam los in die Arbeiterei. Und sie treffen sich, ja, haben wir ja auch in kleiner detektivischer Feinarbeit rausgefunden, ja, weil nämlich die drogenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Lüttke, auf Insta ihren ein paar wichtige Termine der Woche erzählt hat, ja, oder auf dem Bild getextet hat. Und da war dieser Termin dabei, Treffen mit den drogenpolitischen Sprechern am Freitag, also heute. Da sind dann eben auch die anderen dabei, 2 von Grünen, 2 von der SPD-Fraktion und auch Burkhard Blinert, was wir wiederum rausgefunden haben über ein Interview mit Dirk Heidenblut. So knüpfen sich die Informationen dann zusammen und diese bescheuerten Storys sind dann noch die besondere Problematik, dass sie nach 24 Stunden wieder weg sind. Ja, da muss man auch noch schnell gucken. Storys abschaffen wäre ich ja schwer dafür. Ja, das ist journalistisch ganz schwierig. Ich kann euch also auch gar keine Quelle dazu in die Videobeschreibung packen. Ja, Storys verbieten am besten. Die verschwinden immer, ätzend. So, also jetzt ist das einer von 4 Terminen heute gewesen. Ja, Frau Lüttke hat heute 4 Termine. Das sind 2 Stunden vielleicht oder so, ja, schätze ich mal, bei 4 Terminen ungefähr vermutlich der Durchschnitt dann, wo die dann zusammenhocken. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass die da rauskommen und alle unsere Fragen beantworten können. Wann, wie, wo, warum, ja, wie geht es dann jetzt mal los und so. Sondern ja, die müssen erst mal kennenlernen. Ja, die haben sich noch gar nicht in dem Format getroffen, seit die alle nominiert worden sind. Also ne, werden die erstmal ein ganz allererstes Beschnuppern machen, vielleicht nochmal so ein bisschen gucken, wo sind denn die Gemeinsamkeiten, wo sind sie sich vielleicht schon einig bei irgendwelchen großen Themen, wo eben auch noch nicht, wie muss das jetzt ausdiskutiert werden, vielleicht schwirren ein paar Vorschläge durch den Raum, wie das Ganze jetzt vonstatten gehen soll, ob es eine Kommission geben soll, die das Ganze begleitet, dann mit der Legalisierung, den ganzen Detaildiskussionen oder ob es einzelne Anhörungen geben soll, wer überhaupt dafür zuständig ist, einen Entwurf fertig zu machen, ja, und die einzelnen Fragen zur Entscheidung vorzulegen. Ministerium, Gesundheitsministerium wäre eigentlich normalerweise klar, ja, aber kann auch noch irgendwie anders laufen. Alles so Fragen, auf die sich erstmal einigen müssen und das werden die nicht alles heute schaffen. Und wenn die damit fertig sind, können die auch mit dem Zeitplan ankommen und sagen, so, also ungefähr so und so stellen wir uns das vor, dann und dann würden wir gerne das Gesetz verabschieden. So in etwa, ja. Aber sie haben angefangen, ja, jetzt ist es nicht mehr so, dass wir sagen, die haben noch, das ist ganz normal, hat da jetzt nichts passiert. Ja? Ab jetzt haben die angefangen zu arbeiten. Wer noch nicht angefangen hat zu arbeiten, sind die Linken. Also drogenpolitisch jedenfalls. Die haben noch keinen drogenpolitischen Sprecher benannt. Die hatten am letzten Wochenende ihre Fraktionsklausur, haben alle möglichen fachpolitischen Sprecher benannt, nur Drogenpolitik nicht. Da habe ich auch mal nachgehakt irgendwie auf Twitter und dann hieß es dann, natürlich nicht, dass das kein wichtiges Thema ist, ja, sondern dass sich ganz furchtbar viele Leute für dieses wichtige Thema interessieren in der Fraktion, dass sie das noch irgendwie ausknobeln müssen. Ja. Also die Linken haben noch nicht damit angefangen zu arbeiten, aber die anderen, die auf unserer Seite sind jedenfalls, ja, von denen wir irgendwas zu erwarten haben, sage ich mal, von den Wahlprogrammen her. Bei CDU und AfD ist das ja einigermaßen wurscht, von denen haben wir nur nervigen Quatsch zu erwarten, wenn die anfangen, sich zu äußern.
Aber ja, bei den Linken wäre es schon schick, wenn die mal vorwärts machen würden, weil die können natürlich dann auch aus der Opposition so ein bisschen Druck machen da, wenn jetzt nichts passiert, ja, damit da ein bisschen vorwärts geht. Dass das aber alles noch dauern wird, haben auch diverse Politiker wieder gesagt in diversen Interviews. Also Blinert zum Beispiel, Pharmazeutische Zeitung nehme ich mal, der ist noch mit grundsätzlicher Prosa beschäftigt und wir stehen vor einem Paradigmenwechsel. Ne? Das war da jetzt gerade verkündet so von wegen, wir werden ganz grundsätzlich andere Drogenpolitik machen, auch nicht nur bei Cannabis, sondern auch sonst. Ja, es geht ganz grundsätzlich darum, den Leuten eher zu helfen, als denen noch irgendwie hinterher zu rennen und mit Strafrecht zu drohen. Und er ist schon tausendmal gefragt worden, wann denn jetzt irgendwie legalisiert werden soll. Aber dazu sagt er halt nichts, ja, außer dass jetzt diese Legislaturperiode noch das Gesetz fertig werden soll. Auch nicht zum Thema Entkriminalisierung. Und so ähnlich ist das auch bei Frau Lüttke zum Beispiel. Da kann ich euch mal Audio zitieren aus Radio 5, ein Interview. Ja, während das läuft, kannst du ja vielleicht ein Bild von ihr drüber legen, da kann ich ein bisschen in der Nase bohren oder sonst was machen. Also Frau Lüttke, WDR 5. Was meinen Sie damit, eine Frage des Paradigmas? Muss man einfach mal die Haltung und den Blick drauf ändern? Das meine ich ja. Ich glaube, dass der Umgang mit Cannabis raus muss aus der Schmuddelecke. Ja, und wenn dann konkrete Fragen kommen, wie in dem Fall, wo soll denn das Cannabis überhaupt herkommen, ne, dann kommen da noch keine so wahnsinnig konkreten Antworten. Gaben. Nochmal Lüttke. Es gibt Schätzungen, die sagen uns, wir brauchen bei der Legalisierung 400 Tonnen pro Jahr hier in Deutschland allein. Wo soll das herkommen? Ja, da müssen wir jetzt tatsächlich auch mal die Lieferketten dann anschauen. Also ich denke, da müssen wir anders agieren als zum Beispiel in den Niederlanden. Und weil ich nicht weiß, ob das jetzt hier länger als 15 Sekunden wird, der Ausschnitt, gebe ich jetzt mal hier schon mal so ein Zwischenkommentar rein, dass das nicht wirklich eine Antwort ist. Und jetzt den Rest vom Ausschnitt. Wir müssen wirklich auch gucken, wo kommt das Cannabis her, wer stellt es her. Und wir brauchen also wirklich verifizierte Qualitätskontrollen. Ja, Sie haben aber eigentlich noch nicht ganz genau geantwortet. Wo soll es herkommen? Also wir fangen ja auch gerade erst an. So, also noch keine Antworten auf die großen Fragen bei niemand. Ja, weder bei Lüttke, von Blinert habe ich schon gesagt. Aber auch das Wissen hat noch Lücken, sag ich mal. Und das ist zum Beispiel deutlich geworden bei einem Interview nochmal mit unserem neuen Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blinert in einem Format der ARD 100 Meter. Da latschen die mit Leuten zum Interview 100 Meter einmal durchs Brandenburger Tor. Und das haben sie auch mit Burkhard Blinert gemacht. Und jetzt zeigen wir euch mal, was er zum Thema Führerschein sagt. Wir haben zurzeit den Jahrestag von 5 Jahre Cannabis als Medizin. Das sind die, die am stärksten auch davon betroffen sind. Und auch hier nochmal, ja, länger als 15 Sekunden dürfen wir nicht zitieren. Das ist natürlich eine inhaltlich neben der Spurantwort. Hier noch der Rest. Ich möchte mir das anschauen, wo da die Grenzwerte sind, damit die natürlich auch zur Arbeit fahren können. Aber auch so, dass es da keine Strafen gibt. So, also ja, er sagt auf die Antwort, auf die Frage, was mit dem Thema Führerschein. Redet er nur von Medizinpatienten, Cannabis als Medizinpatienten, dass er da hingucken will. Ich verstehe das mal so, dass er denkt, dass da ein Grenzwert gilt, der höher ist als bei den normalen Konsumenten und dass der ja dann eigentlich auch für die anderen funktionieren müsste, ja, und den dann nehmen will. Wenn ihr was anderes verstanden habt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Aber es gibt überhaupt keinen Grenzwert bei den Konsumenten, bei den Patienten. Ja, da wird da eher darauf abgestellt, dass die eine Toleranz entwickeln, wenn die sehr regelmäßig, ganz standardisiert, immer die gleiche Menge zur gleichen Zeit und so weiter einnehmen, dass da eine Toleranz entsteht und keine Beeinträchtigung beim Fahren mehr da ist. Wenn er davon auf andere schließen will, dann müsste er im Prinzip zum Ergebnis kommen, dass er alle Dauerkonsumenten fahren lassen muss. Auf jeden Fall, wenn die stabil 2-3 Gramm am Tag, je nachdem, ne, aber immer die gleiche Menge mit dem gleichen Takt irgendwie sich reinpfeifen, weil die können nämlich fahren, ja, haben auch diverse Studien schon ergeben, dass die keinerlei Ausfallerscheinungen mehr haben, weil sie das halt gewöhnt sind. Und die Gelegenheitskonsumenten, ne, die müssen dann weiterhin irgendwie mit dem aktuellen Recht leben und werden dann halt auch rausgeschmissen aus dem Straßenverkehr durch Führerscheinentzug, wenn sie nicht berauscht fahren, wegen 1-Nanogramm-Grenze. Ja? Also das ist Quatsch, da müssen wir nochmal ran. Aber da muss man ja auch bedenken, dass Blinert jetzt 4 Jahre lang anderweitig berufstätig war und quasi nebenbei ehrenamtlicher Legalize-Lobbyist gewesen ist, unter anderem eben zum Beispiel bei Lieb e.V. und von daher nicht in jedem Detail drin sein kann, wie es jetzt von ihm erwartet wird. Ja, also da kann man schon noch von ausgehen, dass da noch einiges an Aufpumperei jetzt passiert, nachdem er jetzt wieder hauptamtlich am Start ist.
Aber auch zum Thema Entkriminalisierung sofort hat er sich nicht geäußert. Und das hat bisher nur der Herr Heidenblut getan, der gesagt hat, ja, das kann er sich schon vorstellen, dass man nicht wartet jetzt bis zur Legalisierung, bis das alles 2 Jahre lang ausdiskutiert wird und so lange die ganzen Strafverfahren gegen Konsumenten noch macht, sondern dass man da ran kann und es früher erledigen kann. Jetzt aber habe ich den totalen Knaller, ja, weil alle darauf warten, was sagt denn hier überhaupt der Bliner zum Thema schnelle Entkriminalisierung. Er hat im Oktober 2021 zusammen mit Rechtsanwalt Kai Niermann in der Welt einen Namensartikel geschrieben. Ja, kommt ja schon mal vor, dass irgendwelche prominenten Leute so Gastbeiträge machen. Da war er dabei, Burkhard Blinert in der Welt, und hat da geschrieben, erstmal auch Prosa, ja, Deutschland braucht eine grundsätzliche Reform und eine tiefgreifende neue Struktur in der gesamten Drogen- und Suchtpolitik. Wir fordern deshalb die Einsetzung einer Expertengruppe im Bundestag, um innerhalb der ersten 100 Tage eine Entkriminalisierung von Cannabis und Nutzhanf zu beschließen, damit die zigtausend laufenden Strafverfahren beendet werden können. Also er hat schon ganz früh unsere Forderung aufgenommen, die 100-Tage-Forderung nach der Regierungsbildung, dann eben schon die Entkriminalisierung auf der Straße zu haben, unterschrieben von Burkhard Blinert. Und jetzt 3 Monate später sagt er nichts mehr dazu. Das bringt natürlich bei vielen da draußen Fragezeichen in die Augen. Jetzt kann man ihm noch zugutehalten, dass er da natürlich jetzt auch in einer vollkommen anderen Rolle ist, dass er da im Prinzip jetzt nicht mehr der Aktivist von außen ist, ja, der die Merkel-Regierung und die Ludwig-Drogenbeauftragte irgendwie von außen anzählt, sondern jetzt muss er das Ganze moderieren, die Leute in der eigenen Fraktion irgendwie im Boot behalten und gucken, wie er da vernünftig zu einem Ergebnis kommt. Aber irgendwann demnächst sollte er dann schon nochmal sagen, ob er das immer noch so sieht oder ob er das jetzt irgendwie anders sieht. Ja, das wäre natürlich jetzt schon mal interessant, weil jeden Tag sind jede Menge Strafverfahren da draußen neu eingeleitet. Ja, alle 3 Minuten ein Strafverfahren. Und das kann eben jetzt nicht jahrelang noch so weitergehen. Ja, dann braucht man eine Lösung. Die Schonfrist ist jedenfalls jetzt rum. Wo wir bis jetzt immer gesagt haben, Leute, das ist normal, warten wir bis Januar, ja, da passiert nichts, da kann doch gar nichts passieren. Die haben noch keine Büros, ja, jetzt ist es vorbei. Die haben Büros, die haben angefangen, sich zu treffen. Da geht jemand ans Telefon, die fangen jetzt an zu arbeiten. Und jetzt wollen wir Ergebnisse sehen. Ja? Vielleicht nicht jetzt unmittelbar heute nach diesem Treffen da, aber es sollte nicht mehr lange dauern, bis wir dann irgendwie mal hören, wie die sich das genau vorstellen. Zumindest den Fahrplan. Ja? Wo soll das jetzt hingehen? Wie soll das funktionieren? Wir haben ja auch schon angefangen mit unseren ganzen Terminanfragen sozusagen. Wir reden auch mit den ganzen Leuten nochmal erstmal in Ruhe, auch ohne Kamera, ja, erstmal ein bisschen Tag sagen, ne, wie die das jetzt auch gerade untereinander gemacht haben. Und dann eben auch Interviewanfragen mit allen. Und dann können wir zusammen sozusagen mit euch zusammen die Leute nochmal fragen, wie sie wann, wo, wie stehen und so. Ja, da wird also wir Geschichte live, ja, seid ihr dann voll mit der Kamera dabei. Wenn wir dann sehen, wie sich das langsam zusammenruckelt alles. Was wir dabei vorbringen, sind dann eben auch erstmal nur die großen Linien. Ja, wenn wir jetzt hier sehen, die haben sowieso von irgendwelchen Details noch gar keine Ahnung. Ja, wie alle normalen Menschen auch, die nicht jede Woche die AV-News gucken. Ja, wenn man das macht, ist man natürlich schon fett im Bild. Aber von den 6 Drogenpolitikern der Ampelkoalition haben das wahrscheinlich manche nicht gemacht. Und dann sind die eben auch nicht so im Film. Und unsere Hauptforderungen seit Ampelkoalition sind, weil das da nicht drinsteht im Koalitionsvertrag, Eigenanbau muss dabei sein bei der Legalisierung, Führerscheinthema muss dabei sein bei der Legalisierung, das Problem müssen wir lösen. Amnestie, ja, also die Altfälle von Delikten, die gar keine Delikte mehr sind, wenn das Gesetz in Kraft tritt, die müssen dann eben auch gelöscht werden, die müssen rehabilitiert werden. Das sind keine Straftäter und das waren auch keine Straftäter. Ja, die haben nichts moralisch Verwerfliches getan, also haben die auch nicht in irgendwelchen Polizeicomputern noch als BTM-Straftäter zu stehen. Und natürlich die Entkriminalisierung in den ersten 100 Tagen. Wir können da nicht ewig warten und ewig da weiter die Leute drangsalieren. Das muss schnell gehen. Und die Forderung haben wir auch schon vor der Wahl gehabt, wenn es darum ging, ja, falls jetzt eine Regierung kommt, die legalisiert, wie wird das ungefähr aussehen, Herr Wurt? Interviews habe ich da gehabt und immer gesagt, die Entkriminalisierung muss schnell gehen. So, und das können wir jetzt auch nachlesen bei uns auf der Seite. Soweit haben wir schon mal da stehen. Die ausführlicheren Eckpunkte, wie angekündigt, kommen bald, ja, aber offensichtlich zu viele Details auf einmal vertragen die eh nicht. Ja, da müssen wir jetzt erstmal ein paar Duftmarken setzen und dann mit der Entkriminalisierung. Ja, also wenn sie gesagt haben, ja, alles klar, wir haben es verstanden, ja, wir machen das, wir gucken, dass wir das hinkriegen, dann ist das gut, wenn wir dann die nächsten Details auf dem Tisch haben.
der Branchenverband hat auch schon ein umfassendes Eckpunktepapier vorgelegt. Das verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Wer Lust hat, kann sich das mal durchlesen und kommentieren. Ist natürlich vieles auch aus Unternehmersicht dargestellt, ja, oder was die für Standards brauchen, damit sie da in Ruhe produzieren können, ne, und da eben eine Riesenwirtschaft aus dem Boden stampfen können in Deutschland. Da brauche ich ja vernünftige Regeln für. Ja, das sind etwas andere Perspektiven, als wir die haben, als Vertreter der Verbraucher und Gesellschaft. Aber schaut mal rein, ja, ist im Großen und Ganzen auch okay. Dabei belasse ich es jetzt erstmal, ja. Also es geht jetzt ganz langsam los, aber es geht halt jetzt los und wir müssen jetzt nicht mehr darauf warten, dass es losgeht. Ne? Und wir können jetzt anfangen, realistische Erwartungen zu haben. Und vom Handverbandsseite aus ist Vertrösterei jetzt vorbei, weil bis jetzt war es nicht realistisch, dass was passiert. Ab jetzt ist das möglich und diese Forderung mit 100 Tagen ist auch immer noch möglich, auch wenn die ersten 50 Tage schon rum sind seit der Regierungsbildung. Ja, muss man auch mal dazu sagen, die Hälfte ist schon weg. Aber das ist so simpel mit der Entkriminalisierung. Ganz einfache Formulierung im Betäubungsmittelgesetz. Der Besitz von bis zu, was weiß ich, 30 Gramm würde ich sagen, erstmal so sagen. Ja, von mir aus sonst weniger nehmen, egal. Ist nicht strafbar, wenn es zum Eigenverbrauch ist. Keine Straftat, vollkommen legal. Polizei muss nichts machen, kein Papierkram. Die müssen das nicht beschlagnahmen. Die Leute haben ihre Ruhe. Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal ein Riesenfortschritt und super einfach zu machen. Wenn es nach uns geht, gerne noch ein paar Pflanzen dabei. Aber dann fangen bei denen schon wieder die Köpfe an zu rattern, ja, wenn wir mit Eigenanbau und so, wollen wir das überhaupt? Und, ne. Und was ist da mit der Ernte? Das ist ja da mehr als die paar Gramm, die man darf. Und dann wird das alles kompliziert. Ja, das können sie dann meinetwegen dann als nächsten Schritt machen. Ja, aber das mit der Entkriminalisierung, da sind sie sich ja einig. Das ist ja Teil des Koalitionsvertrags. Da wird keiner von denen sagen, ja, wir wollen ja Geschäfte aufmachen, aber wir wollen ja natürlich weiter die Konsumenten verfolgen. Ja, das wollen die mit Sicherheit alle nicht. Also können sie das auch mal eben machen. So, und gute Nachricht habe ich jetzt noch kurz vor Ende. Als hätten die Forscher aus Schweden gewusst, dass die Deutschen gerade nochmal so einen deutschen Drogenpolitiker so einen Impuls brauchen. Die haben sich nochmal angeguckt mit den Daten der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle, was passiert, wenn ein Land eine liberalere Cannabispolitik macht, Entkriminalisierung in die eine oder andere Art und Weise. Diese Wegguckpolitik, ja, oder die Entwicklung der Cannabis-Social Clubs in Spanien und die portugiesische Drogenpolitik mit der Entkriminalisierung. Also keine wirkliche richtige Legalisierung in Europa, logischerweise, die gibt es ja hier nicht. Auch in Malta übrigens, ne, zumindest die Cannabis Social Clubs gibt es noch nicht. Ja, das Gesetz war verabschiedet, aber das müssen ja auch erstmal die Clubs jetzt erstmal bilden. Aber alle anderen Themen von wegen harte Drogenpolitik mit harten Strafen, hoher Verfolgungsdruck oder eben umgekehrt, ne, relativ lax und Lockerungen, die sich da ergeben haben und überall ist unterm Strich jetzt nichts zu sehen von wegen mehr Konsum bei jungen Leuten. Also Jugendliche und junge Erwachsene haben die sich angeguckt, in ganz Europa über einen langen Zeitraum. Was passiert, wenn sich die Drogenpolitik ändert? Beim Konsum der jungen Menschen nichts. Ja, da wird der Konsum steigt nicht. Von daher, die einzige Sorge, die die Politiker immer haben, der wesentliche Punkt, wieso überhaupt noch Cannabis verboten ist, jedenfalls aus Sicht der verantwortlichen Politiker, die mal sagen, wir wollen die Jugend schützen und die Leute, die Risikogruppen, ja, dass die nicht anfangen zu kiffen, ist völliger Quatsch. Ja, das wirkt überhaupt nicht. Da können sie dann auch in die Tonne kloppen. Gut, kommen wir zu den Terminen. Zu den Oldenburg-Terminen muss man wieder sagen. Ja, vier Termine, drei davon Oldenburg. Und zwar der erste Oldenburg-Termin, Online-Treffen, 30. Januar, Sonntag. Dann Montag, 31. ist Braunschweig am Start. Und dann Oldenburg, 1. Februar. Oldenburg, 6. Februar, dienstags und sonntags, wahnsinnig aktiv wieder. Und das war's für heute. Abonniert den Kanal, liked dieses Video, drückt die Glocke. Eigentlich müsste ich das auswendig können nach 300 Ausgaben, verdammt, kann ich immer noch nicht. Das ist mir irgendwie zu blöd, weiß auch nicht. Naja, also macht das halt alles, ne, was man so macht. Und ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Ich glaube, die Glocke gab es noch gar nicht bei Aufgabe 1.